Hi, ich heiße Paula Piquet. Manche von euch kennen mich vielleicht. Ich bin Sängerin seit über 30 Jahren. Ich schreibe Lieder. Ich bin freie Journalistin seit 6, 7 Jahren. Und ich wollte mit euch über den neuen Sender reden, den wir aufbauen, weil wir merken, dass auch Künstler und auch Kultur an sich überhaupt gar keinen Raum mehr bekommt in der Gesellschaft, im Mainstream. Es wird immer weniger und es wird in eine Richtung diktiert. Und da haben wir gesagt, also Musik, Kultur, Kunst und Kultur muss frei bleiben, zensurfrei bleiben. Natürlich bleiben wir auf dem ganzen Kanal visi.tv immer im Frieden, aber auch in der Freiheit. Das ist das, was uns alle verbindet, die bei visi.tv mitmachen, einen Kanal eröffnen. Wir wollen den Menschen da draußen wirkliche Kultur, echte Kunst, echte Musik bringen und nicht mehr die gekauften Dinge, die wir im Radio hören, im Fernsehen sehen, in Zeitungen lesen, Produkte. Menschen werden und wurden zu Produkten gemacht. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Menschen genau das sind, was sie sind und ihnen auch dafür eine Plattform bieten. Und der neue Kanal auf visi.tv wird Culture Emotion Channel heißen. Und wir sind schon, ja, so eine Gruppe von 10, 12 Leuten, die daran arbeiten, also ein 24-Stunden-Programm zu erstellen und laden hiermit auch alle Künstler ein, egal ob ihr bildender Künstler seid, Skulpturen macht, ob ihr Musik macht natürlich. Musik ist ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit, damit einfach auch unsere Frequenzen zusammenkommen. Und zwar die echten, die wahren, die echten Songschreiber, die wirklichen Sänger, die aus ihrer Seele singen und nicht für Geld in erster Linie, sondern aus der Seele, aus dem Herzen, aus dem Menschlichen her. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr moderieren könnt, wenn ihr wollt, dass mehr und mehr Künstler gesehen werden, Kulturschaffende gesehen werden, die das aus sich selbst heraus machen und nicht aus der Fremdbestimmung heraus, nur weil es Gelder gibt oder so von der Bundesregierung, weil es in eine Richtung gehen soll, also ohne Agenda. Wir wollen Menschen, die ihre eigene Agenda haben und zeigen, was sie für Kreativität in sich drin fühlen und dass sie es rauslassen können. Und wie gesagt, uns verbindet Freiheit und Frieden. In dem Fall auch natürlich Pressefreiheit. Und ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Visi.tv steht schon, visi.tv. Und unser neuer Kanal, der Kultur-, Musik- und Kulturkanal, heißt Culture Emotion Channel. Ja, CEC sozusagen, oder sagt es, wie ihr es wollt. Wir haben uns darauf geeinigt. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt uns eine E-Mail unter music@visi.tv. Music auf Englisch mit C, @veezee.tv. Und dann lasst uns einen Kanal zusammen machen, der wirklich uns darstellt und unsere Kultur. Ich freue mich auf jeden, der mitmacht. Bis dahin. Ah, Moment, ich habe was vergessen. Und natürlich kann jeder, der noch Geld hat irgendwo und vielleicht nicht so viel Kreativität hat, diesen Kanal unterstützen. Das Fernsehen von morgen gestalten denn wir. Also wenn ihr noch Geld habt, unterstützt uns und alle Kulturschaffenden. Danke.